Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play OMSI 2. Ja, wir stehen hier in Ruhau und wie ihr hören könnt, hört man hier wirklich Menschen laufen. Wir stehen am ZOB und ja, nach Felsheim, was mich dann nicht so überzeugt hat, sind wir jetzt in Ruhau. Der Bus hier fährt nach Felbert. Hui! Die Map Felbert wurde ja auch hier vom Ersteller erbaut, vom Carsten Felbert. Und allein dieses City-Geräusch finde ich so nice. Und wir wollen jetzt erstmal uns einen Fahrplan aussuchen, der vom ZOB abfährt. Das ist, glaube ich, die Linie 180. Genau, von Ruhau ZOB nach Alter Bahnhof. Um 15.33 Uhr. Jetzt gehen wir erstmal ins Ibis. Linie 180.00. Route 1 geht nach Kirchdorf. Das ist richtig so. Jetzt wollen wir doch mal gucken, welcher hier die 180 ist. Der ZOB ist echt cool gebaut, muss ich sagen. Okay, Bahnsteig 6. Sieht schon echt nice aus, der ZOB. Gut. Wir schalten den Motor ein. Und wir fahren vor zum... erstmal muss ich noch ein bisschen Gas, ein bisschen Druck aufbauen. So. Irgendwas, ich wollte schon sagen, irgendwas ist noch an, was dafür sorgt, dass ich noch nicht fahren kann. So. Ich muss auch einfach sagen, der ZOB sieht auch einfach geil gemacht aus. Sind die Ampelstangen, oh mein Gott. Geniale Idee auf jeden Fall. Hallo. Hallo. Eine Karte für eine Kurzstrecke. Aber irgendwas geht hier ein bisschen auf die FPS. Das werden wir mal kurz ein bisschen korrigieren. Ja. So. Wir stellen jetzt mal auf 15.30 Uhr. Hallo. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Eine normale Fahrkarte. Gut, wir warten hier jetzt noch 3 Minuten. Und ja, würde ich einfach mal sagen, obwohl, komm, wir stellen noch mal 2 Minuten vor. Hi. Hey. Hallo. Hallo. Was sind denn das für Stimmen? Die habe ich nicht eingebaut. Hat er auch noch ein paar neue Stimmen eingebaut. Muss ich da sagen, gefällt mir auf jeden Fall. Und wir haben Abfahrt. Türen schließen. Oh, die hintere Tür ist immer noch... Ach so, nee, weil ich F12 gedrückt habe. Okay. Gut, und sie schließt. Ja, F12 ist ja der Kinderwagenschalter und die Screenshot-Taste aus Steam.
Einfach nur nice. So. Gut, und wir bekommen grün. Ich weiß gar nicht, wann ich die Map so installiert hatte, die V2. Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. So. Felbert, Hattingen. Habe ich auch Haltestellennamen sagen? Nächster Halt, Ruhrau, Dom. Geil, sogar mit so einem richtigen Hall-Effekt. Also auf jeden Fall, beste Maps, Krefeld, Ruhrau, das steht jetzt schon fest. Steht eigentlich auch was hinter uns? Nein, aktuell noch nicht. Und wir bekommen grün. Der Kollege da vorne ist auf der 145. So. Noch ein kleiner Bug. Man sieht durch die Häuser durch an den Glasseiten. Hallo. Hey, Alter. Eine Tageskarte, bitte. Die Stimmen kenne ich irgendwoher. Guten Tag. Hallo. Einen normalen Fahrschein. Also das ist Manfred. Sind das irgendwelche YouTuber? Oder irgendwelche aus dem OMSI-Forum? So. Rathaus, Kreisverwaltung. Nächster Halt, Rathaus, Kreisverwaltung. Hier sieht man zum Beispiel nicht durch die Gebäude durch. Hi. Hallo. Hallo. Guten Tag. Hallo. Eine normale Fahrkarte hätte ich bitte gerne. Interessante Stimmen. Das hier sieht auch echt cool aus. Nächster.
Nächster Halt, Rathausgalerie. Also ich muss schon echt sagen, die ersten paar Minuten jetzt der Map, genial. Wahrscheinlich habe ich die mal über den AOD oder so runtergeladen. Schon, aber das dritte Mal jetzt so ein Feuerwehrwagen. Counter steht bei 3. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Umsteigemöglichkeit zu den Linien 169, 177, 179 zum Schnellbus sowie zu den Zügen des Regional- und Fernverkehrs der Deutschen Bahn. Cool, echt genial gemacht. Auch hier, wie man hier oben so den Zug sieht, also die Bahnstrecke. Alter. Wieso bin ich vorher nicht auf diese Map gestoßen? Also da mal einen großen Respekt an den Carsten. Nur ganz FPS schon scheint die Map nicht zu sein. Das wird aber wahrscheinlich an meinen Einstellungen liegen. Mal gucken, habe ich das reduzierte Multitraving an? Nein. Huch, und der Bus verschwindet. Sind wir schon voll? Tatsache. Der Bus ist voll. Kirchdorf. Hier ist sogar noch eine Wendestelle. Genial. Wo muss ich lang? Links oder rechts? Links oder rechts? Links. Also wir fahren hier ja sogar mit so einem SAP-Unternehmerbus. Ruhrpower, GmbH und Co. KG. Das hier ist der Bus der Ruhrtaler Verkehrs AG. Nächster Halt, Bahnhofstraße. Cool. Auf jeden Fall richtig nice.
Gut, jetzt hier nach links. Was? Ich musste hier bremsen, es war rot. Ja. 0,4 Minuten Verspätung. Interessant. Gut, wir warten hier jetzt einfach so. Jetzt ist grün. Wo habe ich denn einen Unfall gebaut? Wüsste ich auch gerne mal. Habe ich so stark gebremst, dass mir hinten einer aufgefahren ist? Tatsache. Oh, okay. Hatte ich so gar nicht bemerkt. Rufen wir doch mal kurz die Polizei. 3 Minuten verloren. Richtig reger Bahnverkehr, wie geil. Cool. So. So, alles einsteigen. Ach ja, geht ja nicht, unser Bus ist ja voll. Dabei fahren wir sogar schon mit einem Gelenkbus. Dann würde sich wahrscheinlich sogar so eine Aufrüstung auf eine Straßenbahn hier in Ruhau auf der 180 lohnen. Das wäre natürlich auch nice, wenn man jetzt so... Wenn so Leute anfangen, Linien auf Straßenbahn umzurüsten. Vor allem, da kommen ja jetzt einige in Omsi raus, einige Straßenbahnen. Ja. Rheinhausener Straße. So, jetzt hier um die Kurve. Ach, wir haben schon... Nächster Halt, Rheinhausener Straße. Ich habe die Haltestellen bisher vergessen. Hallo. Weiter geht's.
Wir sind mittlerweile schon so aus dem Großstadtgebiet rausgekommen, jetzt eher ins Kleinstadtviertel. Also nach Ruhrau werde ich wahrscheinlich Hamburg machen. Danach kommt dann noch Hamburg-Harburg. Dann müsste bald Wien noch rauskommen. Dann kommt bald noch das X10-Add-on. Also da werden jetzt noch einige Maps kommen. Da muss ich auch die nochmal vom... Hallo, vom guten Roland fahren. Dann... Schnell, nicht, dass der mir noch reinfährt. Nächster Halt, Spitzerberger Straße. Geil, wie ja einfach so andere fiktive Omsi-Maps mit eingebunden wurden. Aber die Schatten sind ja... Die Schatten sind das Problem. Oder nicht? Ja, gleich 5 FPS mehr. Oh, da hat mir gerade kurz die Steuerung versagt. So. Zwei können wieder rein. So, hier halten wir kurz an. Rechts kommt nichts. Links kommt auch nichts. Von rechts kommt immer noch nichts, also rüber. Nur von hinten kam was und die wollten in die andere Richtung. Freifurter Straße. Nice. Ich freue mich schon auf den Augenblick, wenn es irgendwann mal eine Kreuztaler Straße gibt. So. Eine stinknormale Fahrkarte, bitte. Okay, die Ansagen sind echt mal was anderes, sagen wir es so. 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 So, damit wären wir hier angekommen. Haus am Seeblick. Nächster Halt, Haus Seeblick. Ach so, Haus Seeblick. Ich dachte Haus am Seeblick. Oh, sieht das geil aus. Naturbad Lauer See.
Uiuiui. Hier steigen auch wieder welche ein. Also ich muss sagen, auf jeden Fall richtig coole Map bisher. Okay, hier ist die 60 aufgehoben. Interessante Linie, muss ich auf jeden Fall sagen. So, erst wirklich im Stadtgebiet startend und dann hinausfahrend aufs Land zum alten Bahnhof. Muss ich schon echt sagen, sieht echt cool aus. Vor allem, wir nähern uns ja dem Ende. Nach Kirchdorf geht's rechts. So. So, und da ist grün. Das, ich hoffe, ich komme über die Grünphase noch drüber. Muss nicht sein. Aber ich denke mal schon. Ja. Das hätten wir. Nächster Halt ist Heiligenfeld. Nächster Halt, Heiligenfeld. Heiligenfeld. Das schaffen wir noch. Steigen diesmal auch mehr aus? Nein. Der Bus bleibt so gut wie bis zum Ende komplett besetzt. Interessant. Ist heute irgendein Festival am alten Bahnhof? Wüsste ich eigentlich nicht. Cool, dass der uns abgewartet hat und erst jetzt über die Kreuzung fährt. Da vorne muss ich links. Drei ausgestiegen, drei steigen ein. Kommen Sie rein. Schnell noch. Ist das das Lumpi? Nein. Keine Ahnung. So. Jetzt stehen wir also hier. Festplatz am Freistein, Dorfstraße, alter Bahnhof. Okay. Nochmal kurz gucken. Ah.
Okay. Gut. So. Da habe ich am Bordstein angesetzt. Festplatz. Ach, die meinen das da hinten. Ja. So am See. Echt cool. Hallo. Nächster Halt am Freistein. Am Freistein. Ja, ich muss auf jeden Fall sagen, ich ziehe jetzt schon mal so das Resümee der Fahrt. Echt cool ausgebaut, die Linie 180. Also wird eine meiner Lieblingslinien sein, die werden wir öfters mal fahren. Wenn ich mal keine Map gerade zur Verfügung habe oder ich mal was... Oder ihr zum Beispiel... Wie gesagt, ihr könnt mir auch immer Wünsche in die Kommentare schreiben, was ihr sehen wollt, was ich fahren soll. Vielleicht gibt es ja auch einige Repainter unter euch, die mal einen Repaint für mich erstellen wollen oder sowas, oder eine Map. Oder von denen ich die Map mal austesten soll. So, und wir sind endlich in Kirchdorf angelangt. So, kommen Sie rein. Hallo, einen normalen Fahrschein bitte. Jo. Dankeschön. Und die Ampel ist aus. Echt cool gelöst. So. Ach, da liegen sogar noch 5 Mark. Einmal Kurzstrecke, bitte. Danke. Die Stimme kommt mir echt bekannt vor. Und wir haben eine blöde Feuerwehr hinter uns. So, weil jetzt dürfen wir es fahren, weil man darf nämlich nicht auf Gleisen stehen bleiben. Oh. Ach, die sind eh nicht mehr aktiv. Okay. Dann hätte man da doch drauf stehen bleiben dürfen. Ich habe das Gefühl, ich bin falsch abgebogen. Oder auch doch nicht. So. Und aussteigen.
Ja, ich muss sagen, war eine echt coole Tour. Hat mir Spaß gemacht. Gerne wieder so eine Tour. Ich lasse mich überraschen, was es in Ruhrau noch so gibt. Und ich würde sagen, bis dahin und bye bye.